Johannes, 68. Platz, knapp 22 Minuten hinter dem Sieger, aber ich glaube, das ist dir ziemlich egal, oder? Ja, ist ziemlich egal. Ich bin am letzten Anstieg dann unten rein abgehängt worden und dann kommt es nur darauf an, irgendwie im Zeitlimit ins Ziel zu kommen. Da war noch 10 Minuten Luft, also haben wir da keinen Stress gehabt. Du bist in erster Linie ein Helfer hier. Was waren die Aufgaben heute? Wie sah dein Tag aus? Ja, generell war die Kalifornien-Rundfahrt eigentlich überhaupt nicht in meinem Rennprogramm. Ich bin ja sehr kurzfristig als Ersatzmann eingesprungen und nicht in meiner besten Verfassung. Aber versucht trotzdem meine Rolle so gut wie möglich auszufüllen. Und heute war es extrem wichtig, genug zu trinken. Es ist zwar nicht so extrem heiß, aber die Intensität der Sonne, die merkt man schon sehr, sehr. Und heute war sicherlich auch der wärmste Tag. Und da muss man einfach so viel wie möglich Getränk aus dem Auto nach vorne bringen. Also die klassische Rolle des Wasserträgers ausfüllen. Relativ kurze Etappe von den Kilometern her. Macht es das leichter oder schwerer? Oft sind die kurzen Etappen die schwersten, weil einfach am schnellsten gefahren ist. Das ist auch der Trend im Radsport, den ich persönlich bei der Vuelta España wesentlich besser finde als beim Giro Italia, dass man die Etappen einfach kürzt und attraktiver und kompakter macht. Und dieses Jahr, also bei der heutigen Etappe ging es aber noch, da der erste Berg nicht so schnell gefahren wurde, war es im Prinzip einfach eine einfachere Etappe durch die Kürze. Du bist gestürzt. Kannst du ein bisschen erzählen, was da passiert ist? Einen Sturz erklären und was passiert ist? Wo es passiert ist? Ja, war sehr unnötig. Ich habe dieses Jahr noch nicht auf der Nase gelegen. War es anscheinend heute mal an der Zeit. Gleich nach dem Start bin ich rechts in der Wasserrinne gefahren und aus dem Sattel gegangen. Und es war also rutschig wie Eis. Einfach weggerutscht im Wasser. So in der Form noch nie passiert, aber ist immer einmal das erste Mal. Noch nicht mal ein großartiger Rennunfall, sondern einfach eine Dummheit oder ein blödes Happening am Anfang der Etappe. Ja, es war schon eine hektische Situation. Die Gruppe des Tages hat noch nicht gestanden. Jeder wollte vorfahren und ich wollte an der rechten Seite am Feld Position gut machen und da nicht aufgepasst und weggerutscht. Ja. Jetzt steht noch ein Zeitfahren an und dann noch eine flachere Etappe, beziehungsweise zumindest das Ziel der letzten Etappe ist flacher. Wie sehen denn die letzten zwei Tage für dich aus? Morgen nur einfach irgendwie rumfahren oder nimmst du dir fürs Zeitfahren noch was vor? Ja, da habe ich das Zeitlimit, das ist mein großes Ziel, weil mein Zeitfahrrad hat es dummerweise, auch da ich auch kurzfristig eingesprungen bin hier, mein Zeitfahrrad hat es nicht geschafft nach Kalifornien. Das heißt, bin da ein bisschen benachteiligt vom Material und versuche nur im Zeitlimit zu bleiben. Und auf der letzten Etappe wollen wir dann hoffentlich den Top-10-Platz vom Sam Ohnen verteidigen. Viel Glück dabei und ja, viel Glück mit dem Zeitlimit morgen. Danke dir. Dankeschön.